Gute und herzlich willkommen zur nächsten Folge FIFA 14, Karrieremodus. Das letzte Testspiel liebt Kinger uns und wir haben 2:0 gewonnen, das war sehr gut. Wir werden jetzt gleich weitergehen in der Saison und gucken mal, dass wir zu unserem nächsten Testspiel kommen. Zu unserem ersten Ligaspiel. Oh, was will der? Transferangebote, Herr Zockerpapa. Wir haben für die folgenden Spiele enthalten. Luis Suarez, Martin Skrtel. Ich tue die doch nicht verkaufen, bin ich nicht doof. So, 32 und 41 Millionen verlangen, könnten sie einwilligen. Angebot ablehnen. Ich will nicht den behalte, ich bin doch nicht doof. So, was ist der? Das Gartell, oder? 81, 5 Millionen ist er wert, 6 Millionen bieten die. Nehme ich auch nicht an. Ich will die doch mit denen diese Saison spielen. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass da was kommt. Da können wir das ja löschen. Scout-Abschlussbericht zu Tolga Zigersi. Zigersi, da ist er. Zentrales Mittelfeld. Ist der schlecht hier. Der ist aber. Aber der ist 21. Ausdauer, das geht so. Aber eine Gesamtnote, was hat der denn als Gesamtnote? Sehe ich da Gesamtnote? Insgesamt Fragezeichen, das ist immer schön. Warum sehe ich das denn nicht? Ich das jetzt so mal. Weitere Updates wird es nicht geben. Warum sehe ich denn die Gesamtsumme insgesamt die Wert? Nee, das ist auch ein bisschen doof, oder? Das muss ich auch nochmal nachlesen. Innenverteidiger. Ja, nee, das will ich eigentlich nicht. Das interessiert mich nicht so wirklich. Das haben wir gerade geguckt. So, Frankreich abgegrast, hat nichts mehr gefunden. Den werden wir auch gleich woanders schicken. So, aktuell ist aus Italien. Noch 10, alle sind viele. Da kann mir ja Detailinfo nochmal gehen. Details. Was ist bei Spielern, der ich nichts sehe? Achso, das ist dann auch nicht drin. So, Angriff, da kann man es ja sagen. Mittelfeld, Defensive. Jack Hunt, oder nicht? Angriff. Tja, so toll sind die noch nicht. Da muss ich beobachten. Und da habe ich ja gar nichts. Jetzt auch. Muss ich alle beobachten, ich sehe das schon. Den Hammer, der Campbell, den will ich nicht. Wir wissen ein wenig über ihn, ach, sie wissen auch nicht viel. Dann muss ich alle beobachten. Das verlängerte Scout von NSYNC läuft noch. Habe ich nicht. 12 Tage noch, wird nicht beobachtet. Den beobachten wir auch noch. Dann haben wir das nämlich. Mittelfeld brauchen wir da, brauchen wir eigentlich keinen. So. So, und da ist hier Scouting-Auftrag, bla bla bla, hat sich alles erledigt. Dem muss ich einen neuen Scouting-Auftrag geben, Frankreich. Weil, ja, gibt's ja nichts. Dem werde ich jetzt einen neuen geben, Zielort ändern. Den werde ich gucken lassen in die Niederlande, werde ich den mal schicken. Kann er auch sich mal ein bisschen umgucken. Jo, soweit dieses. Haben wir die Post erledigt, also können wir weiter simulieren. Und ich habe hier eine Mücke, die geht mir richtig auf die Resten. Ey, das gibt's doch gar nicht. Gut, so, wir haben unser erstes Ligaspiel gegen Stoke. Ja, und da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt, wie wir uns da schlagen jetzt, weil jetzt geht's ja richtig um die Wurst. Ja, und die müssen mit dem Auswärtstrikot spielen, so ganz logisch. Und dann geht's los. Meine Aufstellung habe ich ein wenig geändert. Habe ich die geändert? Ne, ich habe sie noch nicht geändert. Ich habe den Lukas Leiber mal in die Auswechselspiele genommen und habe den Sissoko habe ich auch mal in die Aufstellung mitgenommen. Mal gucken, vielleicht tausche ich die nochmal aus. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, so wie das Teammanagement im Moment ist, so bleiben wir auch erstmal, dass wir ein bisschen. So, was ist das? Bei dieser Übung wird ein hoher Ball von vier verschiedenen Positionen ausgespielt. Was?
Positioniert ein Spieler, lade die Schusskraftanzeige auf und versuche zu treffen. Halte RB gedrückt, um kunstvolle Abschlüsse wie Fallrückzieher auszuführen. Du erhältst mehr Punkte für Fallrückzieher. Olli Lupfer und angeschnittene Schüsse erzielen mit 16 Sensoren so viele Punkte wie möglich. Achso, ich muss ja die Schussanzeige noch machen. Stepp. Ich bin ja so blöd. Der war ja Gott weiß wohin. Walle, walle. Das wird ja nix. Die Übung ist nix für mich. Unfallrückzieher. Jawoll, sehr schön. Zu stark. Direktabnahme, jawoll, sehr schön. Ah, den hat er gehalten. Schade, schade, schade. Ha. Jawoll, ja, ja. Ah. Latte, schade, schade, schade. Der hält da alles, der Arsch. Gibt's ja gar nicht. Zeit zuwärts, jawoll. Rüber, zu stark. In der Luft. Sehr schön. Dropkick. Ah, auch nix. Schade, schade, schade. Angenommen. Ich lasse es zu weit aufladen. Zu weit aufladen. Das ist ja. Naja, muss man noch üben. Muss man üben. Wie viele Punkte habe ich? Naja, so mittelprächtige Wert habe ich es geschafft. Nee, ja. Ja, ich habe es nicht erreichen können, die Punktzahl, aber. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt das Spiel spielen, wie immer. Das kennt ihr ja von mir. So, jetzt bin ich aber aufgeregt. Das erste Spiel. Was ihr mir noch sagen könntet, ist die Geräuschkulisse soweit jetzt in Ordnung? Kommentare ein-ausschalten von den Fuzzis da. Gut, ich überquatsche die sowieso, die meisten Teils. Aber trotzdem muss ich mal wissen, lassen wir es so, lassen wir es nicht. Fängesänge, ich hoffe, dass jetzt die Lautstärke stimmt. Und dann geht's mal los. Wir spielen mit unserer gewohnten Elf. Eine Dingsänderung hat es erstmal nicht gegeben. Das wir eventuell nur tauschen, weiß ich nicht genau. Wir spielen mit unserem 5-2-1-2, wie die ganze Zeit auch. Zwei Stürmer und eine Coutinho hinten dran. Und dann mal gucken, wie die spielen. 4-1-4-1 spielen die. Oh, da müssen wir mal schön viel im Mittelfeld ist da los. Ja, hey. So, und dann geht's los. Eine fantastische Atmosphäre im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Ja, die freuen sich, das stimmt. Ich freue mich auch. Juhu! Wer die taktischen des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Ey, was ist das denn? Was hat er denn? Ich verstehe es nicht. Zweimal. Absolut für die Katze. Komm. Sturridge hat schon eine Möglichkeit. Ah! Muss es anders gehalten irgendwie, das Ding hier, weil. So, Gerard Gervais, schön abgeschirmt. Ager. Wie immer sehr, sehr gut. Henderson weiter an Suarez. Suarez. Komm, wir schicken Sturridge mal auf die Reise. Continue und wir schicken jetzt. Muss wir leider zurückspielen, sonst hätte der andere den Ball bekommen. War nicht so toll. So. Um Touré. Oh, so, fast. Fast wäre durch gewesen. Das wäre natürlich sehr geil. Schon hier ordentlich Körperansatz gespielt, muss ich sagen. Da rappelt schon richtig im Karton. Aber kein Problem. Ager hat echt die Ruhe weg. Sehr gut. Ja, schick mal. Ah, das ist zu weit. Der Ball ist zu weit. Der ist einfach zu weit. Das konnte nicht gehen. Da sollen wir hier mal gucken. Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von über 45.000 Plätzen. Die berühmte The Cop. Jetzt ein bisschen Druck machen. Was hat er denn jetzt gefühlt? Oh nee, jetzt habe ich schon einen Verletzten, oder? Er hat sich verletzt.
Der Arge, gebrochener Knöchel, das kann nicht wahr sein. Scheiße, jetzt fällt er aus. Das ist mein bester Abwehrspieler. Oh Gott. Das wird natürlich lustig, ja. Das wird sehr lustig, da bin ich mal gespannt. Gott, wenn wir den Johnson bringen, wir müssen alles umbasteln. Was ein Scheiße. Rechter Verteidiger. Ja, hilft nichts, kannst nicht ändern. Das ist natürlich sehr, sehr übel. So ein super Wechsel, so ein super Verteidiger. Ach, schade, schade, schade. Schon gebrochener Knöchel, da wird ja schon ein paar Spiele ausfallen. Das ist natürlich nicht so toll, aber na gut. Ich kann es halt ändern, ist einfach. So, komm, schieß. Müssen wir jetzt uns noch viel mehr anstrengen. Ja, wir sind froh, dass die Liga losgeht, aber wir haben schon den ersten Rückschlag. Noch keine 20 Minuten gespielt und schon der erste Rückschlag erhalten. Das ist natürlich ganz übel. Das ist echt ärgerlich. Jetzt kämpfen sie um den Ball. So, ganz souverän hinten rausgespielt. Der neue Mann. Sehr wichtig, dass da mal ein Ball kommt und so. So, jetzt warten wir noch einen Moment. Jetzt nehmen wir den Sturridge mit. Draußen habe ich Dings gesehen. Ah, er probiert es mal, aber das war einfach kein Schuss. Das war ein Schüsschen. Das müssen wir noch ein bisschen besser machen. Wir müssen ein bisschen schneller nach vorne spielen. Und wir müssen die Laufwege einfach auch stimmen. Die stimmen im Moment noch nicht. Sehr Sacco, mein Freund. So, ein bisschen über die Mitte spielen. Das ist so geknollt, Alter. Da ist keiner am Außen. Das ist nicht so toll. Mal ein bisschen auf die Flügel spielen. Ja, schieben lang, jawoll. Gerard, komm. Ja, gibt einfach für uns. Aber, oh, beinahe, das wäre eine Flanke, wäre natürlich geil gewesen. Wir probieren mal einen langen Einwurf. Ja, da kommt was auf uns komm, zu. Ach schade, jetzt bin ich schon wieder dran gekommen. So, komm, schick mal. Sehr schön. Henderson vorbei. Flanke. Und... Ah! Ah! Ah. Konnte ich nicht mehr schnell genug rumdrehen. Das hat er nicht mehr geschafft, die Drehung hinzubekommen. Und Asadi, den haben wir auch gleich hier. Der alte Lumpensammler. Bitte Crouch. Der Crouch, müssen wir eigentlich mal ein bisschen die Leute angehen. Haben eigentlich bis jetzt auch noch keinen Torschuss gehabt. Dann schon ein paar Möglichkeiten. Schade, schade, schade. Das hat mich gelohnt. Bitte Crouch. Also Crouch ist nicht schlecht. Das ist eine schwache Abwehrleistung, du Schwitze. So, komm, jetzt werden wir einen neuen Angriff aufbauen. Steven Gerrard am Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jawohl, Gerrard. Danke. Und Schuss und Tor! Henderson, ein super Tor. Noch vor der Halbzeit. Sehr, sehr, sehr gut. Super Flanke und super abgeschlossen, Henderson. Echt super. Bah. 1-0, juhu! Sehr gut, sehr gut. Das wichtig noch vor der Halbzeit, damit wir wenigstens gepackt haben. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die nicht gleich hier... Ja, sehr gut, Continuum dazwischen. Sehr gute Defensivleistung. Johnson ist ganz ruhig, Touré auch ganz ruhig und besonnen. Sehr gut. Ballannahme, ah, schade, Ball ein bisschen versprungen. Schade, schade, schade. So, Skartel, wie immer, sehr gut. Touré schickt ihn raus, jawohl, Gerrard. Jetzt Halbzeit, sehr gut, 1-0 zur Halbzeit durch Henderson, sehr gut gemacht. Super, super, so, jetzt müssen wir nochmal gucken, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und, ah,
So, was haben wir denn da? Schüsse, ein Schuss zu null Schuss. 61% Ballbesitz, das ist okay. Es könnte ein bisschen mehr sein, wenn wir dann aber nochmal probieren. Ja. Ich tausche mal was aus, müssen wir gucken, wie die drauf sind. Die sind aber alle noch gut. Schuss hier, so wie ich das sehe. Ja. Brauche ich auch keinen auszutauschen, oder? Ich glaube, das spielen wir so weiter. Eine Auswechslung haben wir ja schon hinter uns gebracht. Zentrales Mittelfeld, der 77er, den Allen, den Königfleisch oder diesen Lukas Leiber. Ich würde den Leiber. Ne, ich tausche nicht aus. Der Henderson ist auch noch okay, oder? Ja, der ist noch okay. Eventuell später nochmal diesen Leiber oder Lever gegen den Henderson nochmal tauschen. Aber im Moment brauchen wir es nicht. Wir lassen das, spielen so weiter und in die zweite Halbzeit. Gucken, dass wir das Spiel nach Hause schaukeln können. Noch ein Tor wäre gut. Die zweite Halbzeit beginnt. Zweikampf um den Ballbesitz. Ich habe den Ball besetzt, mein Freund. Mein Ball. Das ist mal ein bisschen mal langer Wechsel, Flügelwechsel. Ah, scheiße, was für ein... Ist doch doof. Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Bin schon wurscht, viel manchmal hier. Arnautovic. Stimmt, Arnautovic spielt ja jetzt bei Stoke City. Da kam ja aus Bremen, glaube ich, oder hat er gespielt, Arnautovic. Ah! So, erstmal hier ran an den Mann. Kann hier keine Klagen passieren. Und der hat doch noch die Flanke reinbekommen. Und da haben wir das Ding doch. Stellungsfehler. Stellungsfehler vom neuen Mann. Und verkackt. Aber gleich ist 1-1 gekommen nach der Halbzeit. Da, Skartell. Nein, Stellungsfehler von dem neuen. Das ist natürlich super klasse beschissen. Na gut. Gut, gut. Das war natürlich nicht so schön. Aber gucken wir mal, vielleicht geht's ja weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch die Möglichkeit, nochmal was zu reisen. Continuo vertändelt den Ball hier, das ist schlecht. Ganz schlecht ist sowas. Darf nicht passieren. Wir sind da ein bisschen energischer draufgehen auf die Leute. Und schon wieder rausgespielt. Also ich muss unbedingt in die Richtung lenken, wo er schießen soll. Sonst kommt ja nur Scheiße raus. Ja, schön dazwischen gegangen. Jetzt ist Pressing angesagt und ein bisschen Einsatz. So, komm her. Ja, so, Henderson, sehr schön. Auf die Spitze vorne. Ah, leider zu sehr abgedeckt. Schade, schade. Bitte Crouch. Sie spielen sich den Ball zu Wittentrip. Können wir schon abdecken hier. Ja, dann hat das Kartell, jawohl, sehr sicher. Sehr sicher gekappt den Ball. Sehr gut. So, jetzt wollen wir ein bisschen laufen. Gerard, sehr gut. Und dann den Touré mit. Ach, schade, das ist nicht dran gekommen. Leider nicht dran gekommen, Touré. Ja, ich habe es gesehen. Ja, faul, oder? Mein Freund. Hin in die Hacke gedreht, also abseits. Ach, abseits, gut, okay. Bisschen abseits. Nur Glück gehabt. Und das war wieder ein Pass in die nix. War aber kacke. Jawohl, Skartell dazwischen, sehr schön. Und raus die Gurke. Und nach vorne, Girard treibt den Ball nach vorne. Das Abbrechen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. So ein bisschen aufpassen. Müssen wir ein bisschen mal hin und her. Mit dem Pulsen wird die Flügel probieren. Aber im Moment läuft da nicht viel. Schicken wir lang. Sturridge. Kann er sich durchsetzen? Jawohl, macht er. Und eine Flanke. Ah, nicht geschafft. Schade, schade, schade. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Bitte Crouch. So, jetzt mal schön angreifen.
schön Tackling dazwischen. Sehr gut, Henderson, bald zurückerobert. Und ich habe ihn schon wieder rausgespielt. Ich bin zurück und guck steht auf die Minikarte. Ich bin also. Das ist ein Scheißspiel, muss ich mal sagen. Ich werde auch heute keine weiteren Games mehr aufnehmen. Heute bin ich einfach zu schlecht. Ich bin schon schlecht, aber das ist ja doppelt schlecht. Suarez, sehr schön dagegen gegangen. Wir müssen noch spielen. 81 Minuten, komm. Was sind wir noch mal schaffen hier? Sehr schön. Oh, schick den. Sturridge. Gerard, jawohl. Ah! Fehler war der Ballannahme von Gerard, sieht man auch selten. Aber Touré hat den Fehler ausgemerzt. Ist dazwischen gegangen. Ja. Und der andere hat schon wieder weitergespielt, den Ball, warum auch immer. Weiß ich immer noch nicht genau, warum er das macht, aber er macht's halt. Sacco, Ball zurück. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Bei den Gästen steht ein Wechsel an. Na dann, wechsel doch mal. So, Sturridge. Mal gucken. Raus. Auf Touré. Scheiße. Haben wir geschafft. Ein sehr ungenaues Passspiel war das. Ja, nichts Gutes. Ja, komm, 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 komm. Schönes Pressing spielen hier. Oh, der war zu fest. Der war zu fest. Die Flanke zu fest. Ich wollte ihn schicken, aber ich hätte mal einen Stallpass schicken können. Das mache ich nächstes Mal auch. Mal gucken, ob das funktioniert. Schön angehen. Jawohl. Ist kein Durchkommen mehr. Und Spiel vorbei. Unentschieden gespielt. Wir hätten was mehr daraus machen können. Also das nächste Mal muss ich ein bisschen mehr Druck geben, aber wir haben natürlich auch eine herbe Verlust zu verschmerzen. Der Ager hat sich den Knöchel gebrochen im ersten Spiel nach den ersten 20 Minuten. Und genau auf der Position, wo normalerweise der Ager spielt, da hat es gerappelt. Durch einen Stellungsfehler. Gut. Kann man nicht ändern. Was soll's. Ist halt einfach so. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, wie immer. Wenn ihr Tipps habt, Anregungen oder was man verbessern könnte, bitte in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann, euer Zockerpapa und tschüss.